Ich möchte in diesem Film einen kleinen Überblick geben über eine Software, die ich erst vor kurzem ja, genauer kennengelernt habe. Und zwar handelt es sich um das Programm Molecular Workbench. Es gibt da keine richtige deutsche Übersetzung und auch die Homepage und das Programm selber gibt es zurzeit nicht in Deutsch. Allerdings werde ich das vielleicht demnächst machen, dass ich also helfe bei der deutschen Übersetzung. Mit ein bisschen Englischkenntnissen, denke ich, kann man das dann aber trotzdem benutzen. Das Interessante an dem Programm ist zum einen, dass es also eine enorme Vielfalt hat. Der Name Molecular Workbench kann vielleicht auch so ein bisschen was ja, andeuten. Es geht hier also um eine Software, mit der ich alle möglichen Dinge simulieren kann, die so im Bereich der Moleküle, kleinsten Teilchen und so weiter stattfinden, sogar auch noch unten drunter. Das heißt, im, wie heißt es, glaube ich, Quantenmechanik könnte also auch dargestellt werden, wobei ich als Chemiker halt da noch nicht so reingeschaut habe. Aber auch größere Teilchen, das heißt, es können also auch Teilchen simuliert werden, die größer als kleine Atome sind, also eben auch Moleküle, die größer, länger sind, bis hin zu Proteinen. Man kommt an das Programm, indem man auf die Homepage geht. Am besten sucht man vielleicht einfach unter diesem Begriff Molecular Workbench und dann landet man hier auf dieser Seite. Auf der Startseite gibt es schon einige Hinweise und Beispiele, die man hier sich anschauen kann. Unter anderem gibt es auch unter Showcase Materialien, die andere Lehrer oder irgendwie Interessierte auf jeden Fall mit der Software hergestellt haben. Die man also schon direkt nutzen könnte, eben aber überwiegend auf Englisch. Zum Runterladen, wenn Sie schon Java installiert haben, können Sie einfach hier draufklicken. Unter Windows ist es so, dass dann direkt auf der Oberfläche hier ein Icon eingeblendet wird, über das man das beim nächsten Mal wieder starten kann. Und ja, das ist im Prinzip auch das Interessante. Hier handelt es sich nämlich um ein Java-Programm. Das heißt, ich kann es sowohl unter Windows, also unter Linux oder Mac nutzen und kann es eben auch in eine HTML-Seite als Applet integrieren. Oh, jetzt habe ich gerade das Falsche aufgemacht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also die Startseite ist vor allem zum Installieren da. Das Download ist eigentlich auch hier auch erledigt. Es gibt hier zum Beispiel gerade einen Film, wo gezeigt wird, was man oder wie man das Ganze auch nutzen kann. Wichtiger ist aber, wenn ich das Programm gestartet habe, bekomme ich diese Oberfläche hier. Die sieht der Startseite im Internet so ähnlich, dass man fast denkt, man würde im Internet sein. Unterschied ist aber oben hier die Adresse und natürlich die Werkzeuge, die hier über dem Fenster zu sehen sind. Die Entwickler bezeichnen das als so eine Art Browser. Allerdings ist dieser Browser spezialisiert auf eine bestimmte Art von Dateien und da sieht man auch hier diese Änderung und zwar CML. Was das bedeutet, also Abkürzung weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Man hat hier zum Beispiel eben Zugriff auch auf vorhandene Simulationen, die schon erstellt wurden, aber eben auch die Möglichkeit, eben selber was zu erstellen. Und in diesem ersten Film möchte ich vor allem nur mal zeigen, wieso die Oberfläche generell funktioniert. Also, Home führt übrigens immer hier zu dieser Startseite, wenn man es nicht anders definiert hat. Jetzt wollen wir aber selber etwas machen. Und dazu gehen wir auf File und drücken New Blank Page. Und dann wird also eine neue Seite erstellt und man wird gleich nach einem Namen für das gefragt, wobei das ist also dann noch nicht abgespeichert. Mal Demo-Seite. So, der Name Demo-Seite erscheint dann hier oben im Fensterrahmen. Was ich jetzt hier habe, ist natürlich eine leere Seite. Und zwar muss man sich diese Seite jetzt so vorstellen wie eine Textverarbeitung. Hier ist der Cursor zu sehen. Und dann kann ich also schreiben, Hallo Welt. Ups. Wie geht es? Die Schrift ist jetzt sehr klein eingestellt. Größe 8 ist ein bisschen wenig, deshalb kann ich auch größer machen.
Die Programmierer haben sich das so gedacht, dass diese Oberfläche tatsächlich wie so eine Art Textverarbeitung verwendet werden kann. Man kann also relativ normal schreiben und eben zum Beispiel auch wie in der Textverarbeitung Überschriften größer darstellen, vielleicht auch zentrieren und dann unten drunter Text schreiben, wie zum Beispiel Anleitung zu den Simulationen. In diesen Text, in diesen Fließtext, den ich jetzt hier habe, ich kann ja mal ein bisschen was kopieren, dass wir ein bisschen mehr Text haben, kann ich jetzt eben auch etwas anderes einfügen und das sind die Sachen, um die es hier geht, diese Simulationen. Und dann nehmen wir natürlich das Menü mit dem Titel Insert und da habe ich hier zum Beispiel diese wichtigen Sachen, die Modellcontainer. So, und hier sieht man jetzt, was das Programm zu bieten hat, nämlich ich habe einen Basic 2D Molekularsimulator, 2D chemische Reaktionen, 2D Proteinsynthese, Mesoscale Partikel. Da muss ich gestehen, sind meine Englischkenntnisse und Kenntnisse aus dem Bereich nicht so gut, aber es sind, glaube ich, mittelgroße Partikel, bei denen man quasi nicht die einzelnen Atome, sondern das Teilchen insgesamt simuliert. Dann ist ebenfalls eingebaut ein JMOL Viewer. JMOL ist ja ebenfalls ein Java-Programm, Open Source, wie dieses Programm hier auch, das zum Darstellen von dreidimensionalen Bildern geeignet ist. Und dann hier noch ein 3D-Molekularsimulator. Suchen wir uns jetzt mal dieses hier aus, das obere, das ist das einfachste sozusagen, dann erscheint hier ein Bereich, der im Prinzip wie ein Bild ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel hinten dran etwas schreiben. Ich kann aber auch vorne dran etwas schreiben. Oh, jetzt bin ich nicht davor gekommen. Vorne. Und dieses Bild hier innen drin, diese Simulatorbox, kann im Prinzip auch wie Text oder wie ein Bild, wie ein Symbol, was da drin eingefügt, auch wieder gelöscht werden. Ja, einfach hinten dran, Backspace und schon ist es gelöscht. So, jetzt füge ich aber nochmal so eine Box ein. Ein Container, Modellcontainer. Zu einer Simulation hier drin, ganz genau, werde ich im nächsten Film kommen. Ich möchte nur ein bisschen was zu dieser Box hier mal zeigen. Wir haben hier zum Beispiel Optionen, das heißt Einstellungen. Und in diesem Fall, wenn ich zum Beispiel die Größe verändern will, muss ich hier auf Access Model Properties gehen. Das heißt, welche Bedingungen herrschen innen drin in diesem Modellbereich oder was für eine Größe habe ich eben zum Beispiel auch bei diesem Modellbereich. Da kann ich hier die Größe verändern. Man sieht hier, das ist in Angströmen angegeben. Dann kann ich zum Beispiel mal eine Höhe von 30 und eine Breite von 50 angeben, damit das nicht so groß ist. Ja, was haben wir noch? Anzahl von Atomen, die ist hier schon angegeben, haben wir noch keine. Hier gibt es noch Einstellungen bezüglich der Bedingungen, zum Beispiel Lennard-Jones-Potenzial, das heißt, wie sieht es mit der Anziehung der Teilchen untereinander aus? Das ist in diesem Lennard-Jones-Potenzial beschrieben. Das ist wohl eine vereinfachte Art und Weise. Da komme ich aber später nochmal dann hin. Elektrostatik, das heißt, wenn Teilchen geladen sind, wie wirkt sich das aus? Hier sieht man, welche Teilchen vorhanden sind. Die elektrische Konstante, das ist jetzt eher was für Physiker, glaube ich, und Skripte. Skripte sind übrigens eine Möglichkeit, die ich bisher noch nicht so ganz ausprobiert habe, um halt bestimmte Effekte zu bewirken. Also zum Beispiel vielleicht, dass nach einer bestimmten Zeit irgendetwas passiert oder auf bestimmten Knopfdruck, wobei man dann eben auch Knöpfe mit einem Skript versehen kann. So, wir haben jetzt gerade die Größe verändert, das ist das für den Anfang Wichtigere. Dann habe ich hier eben das. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, wir tun mal das Modell in die Mitte setzen und schreiben dann vielleicht, wenn ich da unten
drunter etwas Text mit Fragen, Anleitungen und so weiter. Na? So, das heißt, man kann eben auf diese Oberfläche die Modellcontainer zusammen mit normalem Text kombinieren und so eine Lernumgebung erstellen. Was für Arten von Objekten es hier noch gibt, möchte ich noch mal kurz hier unter dem Insert-Menü zeigen. Zum einen gibt es hier noch verschiedene Ausgabemöglichkeiten, das heißt, Werte aus diesem Modell können gezeigt werden in einer Numeric-Box, also eine Zahlenausgabe, einem Balkendiagramm und gerade eben was weggeschaltet und eben noch verschiedenen anderen Möglichkeiten. Das ist sind verschiedene Anzeigen. Dann gibt es hier noch Instrumente zur Untersuchung, eine Beugungsdevice, weiß nicht, ich habe leider keinen Namen gefunden dazu. Interessant sind hier sicherlich auch noch diese Sachen, Controller, das heißt, es sind also Objekte, mit denen ich eben das Modell kontrollieren kann, zum Beispiel Knöpfe, etwa zum Starten oder Schließen oder um irgendeine Aktivität auszulösen. Hier Slider, also Schieberegler zum Beispiel, da könnte ich zum Beispiel die Temperatur steuern, also noch verschiedene andere Möglichkeiten. Spezielle Controller, also hier geht es zum Beispiel um Reaktionskinetik, das heißt vermutlich, wenn ich das richtig verstehe, darum die Aktivierungsenergie konkret für eine Reaktion etwa zu verändern. Zusätzlich hier habe ich noch eine Sammlung von Möglichkeiten, die ich einfügen kann. Das ist zum Beispiel hier Multiple-Choice-Fragen. Das heißt, ich kann hier innerhalb dieses Arbeitsblattes auch Fragen für die Schüler einbauen. Das heißt, sie sollen sich vielleicht eine Simulation anschauen und dann eine Frage dazu beantworten, die ich auch kontrollieren kann. Um vielleicht mal zu zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt, verweise ich auf eine Simulation, die es hier gibt. Das ist die, die hier gerade vorgestellt wird. Sie öffne ich. So, nach kurzer Zeit ist das dann gestartet und das ist jetzt also auch eine Seite, die hier drin läuft. Ne? Man beachtet die Änderung CML in der Adresszeile. Und wir gucken uns mal einzelne Bilder hier an. Und man sieht jetzt hier, dass eben da Text eingebaut ist und hier habe ich einen Simulationsbereich und wenn ich das Ganze laufen lasse, bewegen sich hier Teilchen. Ich glaube, das sind auch solche Mesoscale-Teilchen, oder? Ich kann dann zum Beispiel hier die Temperatur ändern, beziehungsweise während es läuft, glaube ich, kann ich die Temperatur erhöhen und sehe, dass dann sich zum Beispiel was tut. Hier sieht man so Beispiele, dass man Snapshot, also Bildschirm oder Schnappschüsse von einem Bild machen kann, um diese dann als eine Antwort einzufügen. Also diese Oberfläche ist nicht nur als Arbeitsfläche für den Lehrer gedacht, sondern auch für den Schüler. So könnten die Schüler also dann zum Beispiel einen Schnappschuss hier einfügen als eine Antwort, um sich diese Antwort auch oder dieses Bild auch zu merken, wo, wenn es darum geht, zeige ein Bild, wo eben zu sehen ist, dass dies und dies. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, das Programm mal anzuschauen. Gehen Sie also auf die Homepage, suchen Sie nach der Startseite und schauen Sie sich die Möglichkeiten an, die es gibt. Ich denke, es lohnt sich wirklich, auch das dann auszuprobieren. Im nächsten Film werde ich zeigen, wie ich eine einfache Simulation mit Teilchen in der 2D-Molekularbox dann durchführen kann.